Und jetzt bringen wir das alles so auf ein Level. Jetzt geht es so ein bisschen da, jetzt sind wir fängs hier, jetzt gehen wir jetzt zum Tobi. So, der will Davide, Babak, Marcel. Jetzt sind wir etwa beim Vasco, dann gehen wir durch Anthony durch. Da sind wir mega gespürt. Und dann durch Eli durch bis zu dir. Kommt etwas, hä? Raus. Fertig. Oli, seine Positive Vibes haben allerdings nicht so lange angehalten. Ja klar, du bist die Einzige, die ein Klassenniveau hat. Nein, habe ich nicht behauptet. Ja, genau, darum kann man ja auch bei jedem seine Zunge reinstrecken in der Show, oder? Ja, ich meine, gut, das hat das ein Klassenniveau, David, oder? Eine Stunde lang. Mi, dich selber. Und dann ist es mal endlich um die Liebe gegangen. An welchem Zeitpunkt war das, wo du gemerkt hast, dass Eli vielleicht auch Interesse hat an dir? Als ich ausgestiegen bin, oder? Schon, so früh. Was früh? Die meisten Frauen wollen Anthony schon, bevor sie überhaupt wissen, dass es ihn gibt. Aber jetzt ist er eh nicht mehr zu haben. Er ist mit der Eli zusammen und darf für den Rest des Lebens keine andere Frau mehr anlangen. Ist ein bisschen gut Schweizerdeutsch gesagt, ein bisschen kacke. Ja, der hast du ehrlich gesagt selber eingebrockt. Und wo wir gerade ehrlich sind, die Sendung gestern hat doch niemand mehr interessiert, oder? Viel spannender ist es jetzt zu wissen, wie geht es mit denen im Leben weiter? Was sind ihre Perspektiven? Um das herauszufinden, bin ich an den Ort gegangen, wo gescheiterte Fernsehexistenzen nochmal eine zweite Chance bekommen. Der Ballermann in Mallorca. Dort habe ich den Deutschen Fotos von unseren Stars gezeigt und wollte wissen, was glaubt ihr, was machen die so beruflich? Und das ist dabei rausgekommen. Journalistin. Journalistin? Ja. Für Ostschweizer Tagblatt? Für... Nein. Die ist auf jeden Fall Moderatorin oder Schauspielerin. Schauspielerin. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Die zieht sich für Geld die Kleider aus. Playmate. Dann ist die Moderatorin oder Schauspielerin immer noch. Hier, das ist dein Bruder, oder? Wer ist das? Das ist Anthony. Wer ist das, Mann? Hallo, Anthony. Rapper. Fitnesscoach. Oder ein schwuler Rapper. Der hat die auf jeden Fall gebumst, das sieht man. Aber er ist nicht so weit gekommen. Nee. Er hat vielleicht hier was, aber nicht hier was. Viertelfinale. Er hat gewonnen. Siehst du, also hat er die gebumst, habe ich so gewusst. Also der hat was, würde ich sagen. Hm? Wäre das Ihr Typ? Ja, wenn ich jünger wäre. Sie sehen ihm aber nicht unbedingt ähnlich jetzt. Also mein Typ ist er nicht. Der ist Elektroniker, scheiße, Mann, so sehe ich auch aus. Ja, so sehe ich auch aus, Mann, der ist Elektroniker, Mann. Also der verlegt aktuell Leitungen, das ist nicht ganz falsch. Der verlegt Leitungen, Digga. So, dieser Herr hier, was hat der früher gemacht? Bachelor. Bachelor of Switzerland. Naja, wir sind schon arm dran, aber ich weiß nicht. Das ist der Tobi. Was könnte der machen? Der könnte als Model gehen. Für was? Tja. Für Unterwäsche. Say what? Der war Kandidat bei der Bachelorette. Und was denkt ihr, wofür war der da bekannt? Für seinen riesigen Penis. Brusthaarmodel? Ja, Brusthaarmodel, ganz klar, ja. Nee, aber hatten wir auch mal eins. Natürlich möchte ich da auch meine Brusthaare ein bisschen in den Vordergrund stellen. No, God, please, no! No! Josué. Ja, der ist Sänger. Der ist Sänger. Das ist ein Hip-Hop-Star, kennst du nicht? Work. That's it. Boah, der ist aus Knast, ne? Direkt aus dem Knast? Ja, oder? Josué spielt Karten, das sieht man an seinem Hals. Pokerspieler. Eindeutiger Pokerspieler. Ja. Was denkst du, wofür war Lukas bekannt? Friseur. Promi-Friseur. Sieht man doch. Lukas ist vegan. Ja, vegan finde ich übrigens gut. Gell? Schatzi, ja. Ich liebe dich. Vegan finde ich gut. Wer mal in Mallorca nicht alles trifft, noch aus der letzten Staffel. André! Grüezi wohl miteinander. Bla 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 bla. Das Abenteuer Bachelorette. War sehr spannend, war ein Kapitel, habe ich abgeschlossen, jetzt mag ich, habe mich, Deutsch kannst du immer noch nicht, ja, ne? Deutsch kann ich immer noch nicht, nee, Schweizerdeutsch auch noch nicht, nee. Ja, was machst du hier im Urlaub, oder? Ich arbeite hier. Du arbeitest als? Ich bin jetzt Stripper. SRF 3.